Achtung, Achtung, hier folgt eine Durchsage. Alle Badegäste, die sich heute nicht eingecremt haben, sind aufgefordert, das Schwimmbad umgehend zu verlassen. Das ist keine Übung. Ja, ich wäre wahrscheinlich eine wahnsinnig beliebte Bademeisterin, aber ich habe leider recht. UV-Strahlung, zu viel Sonne, ist nach wie vor die Nummer 1 Ursache für den sogenannten weißen Hautkrebs. An dem erkranken jedes Jahr in Deutschland 230.000 Menschen. Das kann nicht sein, sagen wir. Also, welche Sonnencreme, wie viel davon, wann und wohin, das war meine Mission. So, und der Kollege in der getigerten Badehose, das ist die gelbe Karte. Das Springen vom Beckenrand ist verboten. Ich glaube, ich habe meine Berufung gefunden. Ja, das ist hier heute der volle Service. Jana klärt heute Mythen rund um das Thema Sonnenschutz. Zusammen mit den Freundinnen Helen und Jette, beide 11, und ihren Müttern Nicola und Anja, beide 44, bringt Jana Licht ins Dunkel. Wir haben jetzt hier einmal Lichtschutzfaktor 20, einmal 50. Was glaubt ihr? Was ist der Unterschied? Ich glaube, mit 50, also Lichtschutzfaktor 50, kann man länger in der Sonne bleiben als mit 20. Das heißt, das schützt länger als das? Ja, und besser. Und besser. Bevor wir diese Frage klären, sollte man erst mal wissen, welcher Hauttyp man überhaupt ist. Dermatologin Dr. Nathalie Garcia-Bartels klärt auf. Es gibt verschiedene Einteilungen. Die klassische ist die Einteilung der Hauttypen nach Fitzpatrick, die von 1 bis 4 geht. Da geht man davon aus, dass der Hauttyp 1, der helle Hauttyp mit den roten Haaren und den Sommersprossen, eine Eigenschutzzeit hat von 5 bis 10, maximal 15 Minuten. Dass der Hauttyp 2 so bis zu 20 Minuten hat, der schon etwas leichter bräunt. Und Hauttyp 3 und 4 haben entsprechend länger, bräunen besser und haben eine Eigenschutzzeit von zwischen 40 und vielleicht 60 Minuten ungefähr. Der Lichtschutzfaktor gibt an, wie stark eine Sonnencreme die Haut vor UV-Strahlung schützt. Die Zeit, die man in der Sonne verbringen darf, kann man leicht ausrechnen. Eigenschutzzeit mal Lichtschutzfaktor. Hauttyp 1, wie Jette oder Helen, sollte also mit Lichtschutzfaktor 20 allerhöchstens 200 Minuten in der Sonne bleiben. Es ist Zeit für Taschenkontrolle. Was habt denn ihr so mit an Sonnencreme? Zeig doch mal. Ich glaube, ich habe ziemlich viel dabei. Okay. Für die Kinder. Für die Kinder. Und noch ein Öl, wenn man es dann doch noch ein bisschen schöner, schneller braun werden will. Wenn man mit Öl schneller braun wird? Ja. Wirklich? Ja. Glaube ich zumindest. Intensiver, dachte ich. Ja, dadurch, dass es so glänzt. Wir haben uns auch früher mit 18 mit Sonnenblumenöl eingecremt in Griechenland. Was ist dran am Mythos, dass man mit Öl schneller braun wird? Man wird durch Öle letzten Endes nicht schneller braun, nur weil es Öle sind, sondern dadurch, dass diese Öle häufig keinen UVA-Schutz enthalten. Und der sorgt bei uns für die Bräune. Man unterscheidet in UVB- und UVA-Strahlen. UVB-Strahlen werden für Sonnenbrand und Hautkrebs verantwortlich gemacht. UVA-Strahlen dringen tiefer in die Haut ein. Sie sind für die Bräune verantwortlich, lassen die Haut aber auch schneller altern. Auch ein Zusammenhang mit Hautkrebs wird diskutiert. Wir können einfach mal ein bisschen so rumprobieren, was uns so gefällt. Ja? Was hast du da? UV-Water, transparentes Sonnenschutzspray. Mhm. Unsichtbar auf der Haut und seidig leicht erfrischend. Sieht man ja gar nichts von. Man fühlt auch nichts. So, was hast du? Ich probiere hier 50 plus mit Infrarotschutz. Habe ich noch nie gehört. 50% der Sonnenstrahlung ist tatsächlich Infrarotstrahlung und nur ein Teil macht eben die UVB- und UVA-Strahlung aus. Zur Wirkung von Infrarotstrahlung auf die Haut gibt es bisher keine Langzeitstudien. Ob Cremes mit Infrarotschutz tatsächlich wirkungsvoll sind, ist also fraglich. Das hier ist vielleicht noch mal spannend. Naturkosmetik, Sonnencreme, mineralischer Sonnenschutz. Mhm. Da kriegt jetzt jeder mal so eine kleine. Das ist noch wahrscheinlich ganz weiß. Ja, für dich. Doch. Das ist wirklich. Was? Ich finde, so viel hatte ich gar nicht genommen.
Da sieht man dann genau, wo man noch nicht war. Nee, wirklich. Das sieht ja schrecklich aus. Das geht doch gar nicht weg. Aber es ist halt Naturkosmetik und das heißt mineralischer Sonnenschutz. Was macht der mineralische? Na, der wirkt nur auf der Haut und nicht in der Haut. Bei den mineralischen oder physikalischen Lichtschutzfiltern handelt es sich um solche, die vor allen Dingen Licht reflektieren. Da die an der Hautoberfläche verbleiben und auch einen gewissen weißenden Effekt erzeugen, werden die sehr gerne für Säuglinge und Kleinkinder genommen. Ob Creme, Spray oder Öl, die Wirkung ist die gleiche. Wer trockene Haut hat, kann zu fettigeren Produkten greifen. Für Sportler oder Menschen mit Sonnenallergie empfiehlt die Dermatologin Sonnenschutzprodukte mit leichteren Texturen, zum Beispiel Gele. Aber egal in welcher Form, viel wichtiger ist die richtige Anwendung. Ich würde gerne, dass ihr euch eincremt, und zwar das Gesicht. Und zwar genauso, bitte, bitte, wie ihr es zu Hause oder am Strand machen würdet. Jetzt nicht extra ordentlich oder extra irgendwie, weil ihr wisst, das Fernsehen guckt zu. Oh Gott. Ihr seht zauberhaft meine aus. Meine Hände. Eine schöne Frau entstellt nichts. Bei der Menge haben Helen und Jette alles richtig gemacht. Und worauf muss man noch achten? Hier gilt es besonders an die Sonnenterrassen zu denken, die häufig vergessen werden. Zum Beispiel die Nase, die Ohren, der Nacken, die Schultern intensiv. Wir haben jetzt nur die mineralische Sonnencreme genommen, weil wir da genau sehen, welche Stellen ihr möglicherweise vergessen habt. Habe ich welche vergessen? Ja, du hast hier vergessen und da unten. Nase, auf der Stirn hast du auch noch eine schöne Lücke. Ich habe gesehen, dass Jette etwas eingecremt hat, was du gar nicht eingecremt hast. Hier unten. Die Ohren. Du hast die Ohren eingecremt. Echt? Ja. Helen und Jette sollten also nochmal nachlegen, denn bei Sonnencreme gilt, viel hilft viel. Pro Anwendung etwa 40 Milliliter. In einem einwöchigen Strandurlaub wären das 3 Flaschen für einen Erwachsenen. Damit Nicola, Anja, Helen und Jette wirklich fit für das nächste Sonnenbad sind, hat Jana noch etwas vorbereitet. Das große Sonnencreme-Quiz. Ladies and Gentlemen, Ladies, herzlich willkommen zum großen Richtig oder Falsch Sonnencreme-Quiz. Im Schatten muss man sich nicht eincremen. Falsch. Wolken und Wasser schützen vor UV-Strahlung. Falsch. Mittags ist die Sonne am gefährlichsten. Richtig. Sonnenbrand ist eine Vorstufe von Bräune, also aus Rot wird Braun. Falsch. Falsch. Stimmt. Alles richtig beantwortet. Die 5 sind jetzt wahre Sonnenschutzexpertinnen. Egal ob Spray, Creme oder Sonnenöl, Hauptsache Schutz. Der Preis spielt dabei übrigens eine untergeordnete Rolle, denn laut Stiftung Warentest stehen die günstigen den teuren in nichts nach. So Kinder, was habt ihr denn gelernt? Immer ein Creme, egal ob die Sonne scheint oder ob man in den Schatten geht. Und nicht spaßen sollen. Stimmt. Dann auf die Plätze. Fertig. Los! Dafür bin ich zu alt.